Politischer Stammtisch von Brauhaus TV. Wir stellen Sie Ihnen vor, die Bundestagskandidaten unseres Wahlkreises. Wird es jemand von Ihnen schaffen, Alexander Dobrindt in Berlin abzulösen? Lernen Sie Ihre Kandidaten kennen, schauen Sie sich an, wie sie sich in der Diskussionsrunde schlagen. Auf geht's! Ich darf Sie begrüßen zu unserem Online-Stammtisch hier im wunderschönen Schongauer Brauhaus. Heute mit der Bundestagskandidatin für unseren Wahlkreis 226 Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen für die SPD, Frau Dr. Sigrid Meierhofer. Guten Tag. Guten Tag. Ich stelle Danke Sie auch für gleich die Einladung. Gerne. Ich gehe auch gleich nochmal genauer auf Ihre Person ein, möchte aber zunächst einmal auch die anderen Teilnehmer in der Runde begrüßen. Da haben wir zum einen Norbert Moy. Er ist bei der Siemens Mobility GmbH tätig, aber vor allem ehrenamtlich als Vorsitzender von ProBahn, dem Fahrgastverband für Oberbayern, unterwegs. Wir haben Peter Wohlgemuth. Er ist Busfahrer bei RVO Oberbayern Bus. Genau. Und wir haben Falk Sleutermann van Langeweide. Er ist erster Bürgermeister der Stadt Schongau, jetzt in seiner zweiten Amtsperiode. Und damit haben wir die Runde komplett. Ja, grüß Gott. Frau Dr. Meierhofer, Sie sind 65 Jahre alt, Sie sind verheiratet, haben drei erwachsene Kinder. Sie sind Ärztin und diplomierte Sportlehrerin. Und Sie sind vor allem bekannt, weil Sie eine Amtsperiode lang erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen waren, von 2014 bis 2020. Sie waren vor allem der erste weibliche Bürgermeister dort und sind im letzten Jahr abgewählt worden. Seitdem sind Sie aber wieder zurückgekehrt in Ihren Beruf und arbeiten als Lehrerin, als Dozentin in den Pflegeschulen von Garmisch-Partenkirchen. Wie ist Ihnen der berufliche Einstieg wieder gelungen, vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Schutzmaßnahmen, die sicherlich auch Ihren Beruf beeinträchtigt haben? Ja, auf jeden Fall hat sich da natürlich einiges verändert, wobei fachlich hat sich für mich eigentlich gar nichts verändert. Ich bin da eingestiegen, wo ich aufgehört habe. Natürlich entwickelt sich in der Medizin laufend was Neues, aber das wird sowieso in die Unterrichtsvorbereitung eingebaut. Und das ist richtig, Corona hat auch bei uns seine Spuren hinterlassen. Also ich habe auch Online-Unterricht gemacht und gelernt, mich mit diesen Medien zu beschäftigen. Und das haben wir dann auch getan. Bis vor kurzem eigentlich, so allmählich, fängt der Präsenzunterricht wieder an. Sie haben aber eben die Politik nicht sein lassen. Trotz der Abwahl sind Sie weiterhin im Kreisrat von Garmisch-Partenkirchen und auch im Marktgemeinderat? Nein, da sind Sie nicht. Das habe ich nicht angenommen, dieses Mandat. Okay. Also im Kreisrat, aber sind Sie weiterhin aktiv. Bin ich genau, aktiv. Und jetzt sind Sie Bundestagskandidatin. Mit etwas Wohlwollen können wir ja behaupten, dass wir auch hier im Wahlkreis sowas wie ein Triell haben, ähnlich wie auf Bundesebene die Kanzlerkandidaten gegeneinander antreten. Hier mit dem fast unangefochtenen Amtsträger, Platzhirschen, Alexander Dobrindt, ehemaliger Verkehrsminister, CSU-Landesgruppenchef, eine prominente Persönlichkeit, aber dahinter im Feld deutet sich ja auch so ein Kampf zwischen den Kandidatinnen der SPD und der Grünen an, könnte man vielleicht so sagen, also insofern auch sowas wie ein Triell. Alexander Dobrindt hat natürlich die besten Karten. Wie wollen Sie ihn denn schlagen? Haben Sie dann welche Chancen rechnen Sie sich dann aus? Naja, also ich meine, wir wissen alle, was das für ein Wahlkreis ist, in dem ich da kandidiere. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich werde auf jeden Fall der Demokratie zu ihrem Recht verhelfen und werde sicherlich einige Punkte vertreten, die der Herr Dobrindt anders sieht. Also ÖPNV ist ja unser Hauptthema heute. Und gerade da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen ihm und mir. Ja, kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Herr Sleutermann, Sie sind Bürgermeister in Schongau, aber Sie haben lange Jahre im Verkehrsministerium gearbeitet, zum Teil auch unter Alexander Dobrindt. Wie können Sie Ihrer Parteifreundin,
Frau Meierhofer denn vielleicht ein paar Tipps geben, wie man den Herrn Dobrindt anpacken kann? Also zunächst stimmt es, dass ich von 2006 bis 2014 war ich Referent im Bundesverkehrsministerium, habe so die ersten Monate des damaligen Bundesverkehrsministers Dobrindt als Referent miterleben dürfen. Muss aber auch sagen, dass ich in meiner Funktion dem Minister nie so nahe gekommen bin, dass ich jetzt meiner Parteikollegin irgendeinen Rat geben könnte, was den Herrn Dobrindt speziell anbelangt. Allgemein könnte ich sagen, das Thema ÖPNV spielt insbesondere hier im Schongauer Land eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall entsprechende Meilensteine setzen. Und insbesondere, wenn man eben nicht nur aufs Auto setzt, wie das offenbar der Herr Dobrindt mit Vorliebe macht, sondern eben, wie schon gesagt, den ÖPNV auch ein Stück weit im Fokus hat. Ja, ich habe eigentlich das auch so wahrgenommen, dass Frau Meierhofer sehr kämpferisch an das Ganze angegangen ist und ihn schon herausfordert im Moment. Sie haben, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff geprägt haben, der Alpentraverse. Jedenfalls ist es ein Begriff, den Sie plakativ ganz gut herausstellen, wenn es darum geht, im Prinzip die Straßenbauprojekte im Wahlkreis gewissermaßen zum Thema zu machen. Und da deutet sich ja auch eigentlich ein Gegeneinander an, weil es da unterschiedliche Positionen gibt. Können Sie das nochmal erzählen, was Sie mit der Alpentraverse meinen und was das Problem daran ist? Also die Alpentraverse ist einfach, mit diesem Begriff ist eine schnelle Verbindung von Norden nach Süden über die Alpen gemeint. Mhm. Also da haben wir ja verschiedene Autobahnanschlüsse in den verschiedenen Alpenländern. Und es gibt eine Vereinbarung im Rahmen der Alpenkonvention, wonach eben keine zusätzlichen schnellen Straßenverbindungen über die Alpen geschaffen werden sollen. Bayern hat diese Alpenkonvention mit unterschrieben. Und die Frage ist jetzt eben, ob wenn das Nadelöhr am Ende der Autobahn A95 durch diesen Auerbergtunnel beseitigt wird, eben eine tatsächlich neue, schnelle Verbindung nach Süden geschaffen wird. Und ich gehe davon aus, dass die Münchner dann eben nicht mehr über die verstopfte A8 fahren, sondern den direkten Weg durchs Loisachtal und dass eben dieses Loisachtal dadurch regelrecht überschwemmt würde. Die rechtliche Situation muss tatsächlich noch geklärt werden. Da kümmert sich die SPD-Fraktion im Landtag drum. Ja, ich bleibe ganz kurz gerne nochmal bei dem Thema. Sie haben es angedeutet, es gibt ja eigentlich mehrere Wege. Sag mal, wenn man sagt München-Innsbruck, gibt es ja im Prinzip mehrere Wege, das zu nehmen. Eins ist über die A8, wie Sie sagen, das ist die Sollstrecke. Richtig. Aber die anderen Strecke über die A95 oder die B2, die ja praktisch komplett durch unseren Wahlkreis geht, erscheint ja immer mehr als gute Alternative, wenn eben die Tunnel gebaut werden, der Auerbergtunnel, später dann auch der Wangtunnel, was dann praktisch dann den Weg über Mittenwald ja auch wesentlich schneller macht. Jetzt haben Sie gewissermaßen dort auch fast schon Gegenwind bekommen von den Grünen, ganz unerwarteterweise, die sich dafür ausgesprochen haben nach dem Motto, wenn das Übel, dann doch wenigstens so, dass es zumindest gleichzeitig passiert, dass der Auerbergtunnel und der Wangtunnel gleichzeitig angefangen werden, damit nicht das Verkehrschaos in Garmisch groß wird. Ist damit aber nicht schon praktisch eine Koalition derjenigen geschaffen, eine sehr breite Koalition derjenigen, die sich dafür ausspricht und im Prinzip die Realität, so wie sie da sich andeutet, anerkennt? Keineswegs. Also erstens, wer nicht kämpft, hat schon verloren und ich kämpfe grundsätzlich, wenn ich der Meinung bin, dass es eine gute Idee ist. Und zweitens, bei den Grünen muss man in der Tat unterscheiden zwischen der Fraktion auf Ortsebene, von der stammt nämlich dieser Vorschlag, doch bitte beides gleichzeitig, und dem Kreisverband, der das durchaus anders sieht. Also der Kreisverband ist derselben Meinung wie ich. Der Kreisverband der Grünen. Mhm. Die sind tatsächlich auch gegen den Auerbergtunnel und wollen versuchen, diese schnelle Verbindung nach Süden zu verhindern. Aber für den Wangtunnel wären Sie trotzdem? Ja, oder? Für den Wangtunnel bin ich trotzdem, weil ja jetzt die Verkehrsbelastung auch schon enorm ist. Ich selbst wohne in Partenkirchen und auf der B2 ist ja
Der Schnitt der PKW-Belastung liegt bei ungefähr 29.000 pro Tag. Das heißt natürlich, dass es in den Spitzenzeiten annähernd doppelt so viel sein könnte. Und das ist schon enorm. Also es geht um Ortsumfahrungen und die kann es nur durch einen Tunnel geben, weil im Tal einfach kein Platz ist. Mhm. Wobei beim Wangtunnel muss man natürlich schon auch dazu sagen, da gibt es jetzt Versprechungen, dass der bis 2030 fertig sein soll. Es gibt aber noch gar keine Gutachten darüber, wie es in diesem Berg ausschaut. Mhm. Also im Kramertunnel gab es ja auch Überraschungen durch dieses Wasser, was dann da aufgetreten ist im Berg drin, weshalb dann nochmal umgeplant werden muss. Und deswegen halte ich solche Versprechungen für sehr gewagt. Mhm. Jetzt gibt es ja nicht nur die Tunnelprojekte in Garmisch, was unseren Wahlkreis betrifft, sondern auch das ganze Thema B2. Im Grunde genommen wird ja, kann man sagen, eine Planung bevorzugt, wo die B2 gewissermaßen ein Bypass oder eine Entlastung darstellt für die A95. Mhm. Wie stehen Sie dazu, Themen Ortsumfahrung Weilheim beispielsweise? Naja, ich weiß, dass die Weilheimer das mittlerweile sehr differenziert sehen und dass da im Moment wieder eine Diskussion darüber stattfindet, ob so ein Tunnel tatsächlich gebraucht wird oder eben nicht, ob nicht viel mehr draufgesetzt werden soll, den motorisierten Individualverkehr zu verringern und eben zunächst mal die Bahn auszubauen, die ja einfach viel zu lang braucht. Also knapp eineinhalb Stunden von München nach Garmisch-Partenkirchen ist einfach nicht akzeptabel. Also ich bin gespannt, wie die Diskussion in Weilheim weitergeht. Im Moment ist die ja offenbar in vollem Gange. Deswegen möchte ich das gerne erstmal beobachten und mir dann mit den verschiedenen Argumenten meine Meinung bilden. Ja, im Grunde genommen sieht es ja aber so aus, dass man kann ja sagen, durch die Besetzung des Verkehrsministeriums, durch Dobrindt über Jahre und jetzt in der Nachfolge durch Scheuer, ja auch in der Presse, dass herauskam, dass da letztlich viele Gelder praktisch wie ein Geldsegen über unseren Wahlkreis ausgeschüttet wurden und hauptsächlich in den Straßenbau gesteckt wurden, das kann man so sagen. Jetzt wird man natürlich Schwierigkeiten haben zu sagen, okay, das lehnen wir ab. Also klar, wenn der Segen groß ist, dann nehmen die Leute das auch ganz gerne an. Nur auf der anderen Seite ist sehr wenig reingesteckt worden in das Thema Ausbau der Bahn und des öffentlichen Nahverkehrs. Wie sieht Ihr Plan aus, um diese Gelder umzuleiten? Oder was ist Ihr Konzept überhaupt, eine Alternative aufzuzeigen für diesen massiven Straßenbau, den wir hier erleben? Also zunächst mal auf jeden Fall die Bahn auszubauen. Also wie gerade schon erwähnt, auf der Strecke München-Mittenwald und dann weiter nach Innsbruck braucht es einfach mehr Begegnungsstellen, damit die Bahn schneller fahren kann. Für diese Strecke sind 1,5 Stunden jetzt nach Garmisch einfach zu viel. Und solange diese Bahn in der Form stattfindet, ist sie auch nicht attraktiv. Das heißt, die Netze, und da gehören sicherlich auch die Buslinien, vor allem bei den Querverbindungen dazu, da haben wir ja gar keine Bahn, die müssen auf jeden Fall ausgebaut werden, der Takt muss erhöht werden und das Ganze muss natürlich auch noch zu einem akzeptablen Preis stattfinden. Dann werden die Menschen auch auf die Bahn zurückgreifen und auf andere öffentliche Verkehrsmittel und werden das auch zu schätzen lernen. Mhm. Herr Moy, ProBahn setzt sich ja eben genau dafür ein, für die Verbesserung und den Ausbau des Schienenverkehrs insbesondere, insofern auch des öffentlichen Verkehrs. Woran hapert es denn bei uns in der Gegend, dass das nicht klappt oder auch nicht in der Vergangenheit geklappt hat? Ist es allein nur das Thema der Mittelzuweisung? Mittelzuweisung alleine vielleicht nicht, weil mittlerweile hat ja auch der Bund durchaus jetzt neue Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen. Das GVFG ist deutlich aufgestockt worden. Aber in der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass es für Strecken außerhalb der Magistralen oder der Ballungsräume, und dann genau da liegen wir ja im Pfaffenwinkel und Werdenfels, gab es praktisch keine Ausbaumittel. Das wäre jetzt seit jüngerer Zeit anders. Und jetzt kommen wir allmählich in das Thema Umsetzung. Und aber auch natürlich in das Thema, wie schichte ich um und wie gehe ich das Thema Mobilitätswende ernsthaft an. Und es gibt ja sogar vom Bund den Ansatz Deutschlandtakt. Und wenn man reinschaut, da gibt es ganz konkrete Fahrplanentwürfe
Und die sagen zum Beispiel, brauchen Richtung Garmisch nicht nur die stündliche Regionalbahn, die überall hält, sondern wir brauchen zusätzlich zu diesem Stundentakt noch einen Stundentakt mit schnellen Regionalexpresszügen. Mhm. Ganz klarer Plan, Deutschlandtakt, will der Bund, hat einen Auftrag gegeben zu untersuchen. Und jetzt wäre eigentlich der nächste Schritt, dass man sagt, tatsächlich, ich habe diese Regionalexpresszüge, wo brauchen die zusätzliche Infrastruktur? Man kann das an den Fahrplanentwürfen schon deutlich sehen, man braucht sich das nur aufzuzeigen. Man sieht, zwischen Hugelfing und Murnau brauche ich Begegnungsabschnitte. Das ist die erste Voraussetzung. Eigentlich müssten unsere Verkehrspolitiker sofort losmarschieren und sagen, Planung beauftragen, zweigleisiger Ausbau Murnau-Hugelfing, wann, wo, wie viel kostet es, Termine. Und umsetzen einfach. Das wäre der erste Schritt. Und dann natürlich geht es weiter. ÖPNV ist schon genannt worden. Nahverkehrspläne sind in der Mache, in beiden Landkreisen. Mhm. Mal schauen, was passiert. Wichtig wäre natürlich, dass dieser Nahverkehr, auch der ÖPNV, auch mal zur Pflichtaufgabe bei den Aufgabenträgern wird. Mhm. Das ist im Augenblick noch nicht. Es ist halt immer so eine freiwillige Leistung. Und spätestens, wenn man dann mal schaut, was kostet die Umsetzung von einem Nahverkehrsplan, heißt dann wieder, oh, jetzt haben wir aber leider nicht so viel Geld, das können wir jetzt nicht so machen. Und dann geht man wieder zur RVO und sagt, fahrt einfach eigenwirtschaftlich, was halt so geht. Der Herr Wohlgemuth wird das kennen, wie die Busfahrpläne ausschauen. Und da scheiden sich dann die Geister. Auf der Schiene haben wir wenigstens einen Stundentakt, da haben wir einen Verkehr an 7 Tagen, auch am späten Abend, und bei der RVO dümpelt es immer so vor sich hin. Das sind also ganz viele Baustellen, die wir da eigentlich haben. Ja, der RVO lebt ja vor allem auch von den Schülerverkehren, kann man sagen. Gut, also am Vormittag, in der Früh und Mittag natürlich sehr viel Schüler, ja, ist ganz klar, aber am Nachmittag und gegen Abend gähnende Leere. Gähnende Leere, weil es nicht angenommen wird oder weil einfach... Zum einen werden die Buslinien einfach nicht angenommen. Mhm. Kommt oft der Preis in Frage, der allerdings meiner Meinung nach sehr weit unten liegt. Mhm. Also da kann sich eigentlich kein Mensch beschweren darüber. Zum anderen sind die Zeiten dann ein regelrechter Faktor, mhm, wo halt jeder meint, ich habe jetzt um 3 Feierabend, da will ich im Bus, ich habe um 4 Feierabend, da will ich im Bus. Ich habe um 5 Feierabend, da will ich einen Bus. Also ja, irgendjemand muss ja diese Busse auch bezahlen. Ja, Sie haben wahrscheinlich auch keinen sehr engen Takt hier im ländlichen Raum, außerhalb der Schüler. So schlecht ist der Takt eigentlich gar nicht. Also da gibt es diverse Strecken, die man ständig fährt, häufig fährt, und trotzdem wird es nicht angenommen, weil wir zur vollen Stunde fahren und nicht zur halben Stunde. Und sonstige Gründe, was weiß ich, was die Leute da alles an Einsprüchen bringen. Mhm. Auch wenn man schaut, wir fahren also auch ganz früh schon übers Land hier. Mhm. Und da muss ich oft lachen, weil Nachbarn, die beim selben Arbeitgeber arbeiten, müssen sich noch auf der kleinen Nebenstraße überholen, weil er meint, er muss vor dem Nachbarn in der Arbeit sein. Mit dem Auto. Wenn beide im Bus sitzen würden, kämen sie zur gleichen Zeit an. Kämen sie zur gleichen Zeit an, hätten keinen Stress miteinander und würden auch kein Risiko eingehen, weil die überholen sich, auch wenn du mit dem Bus entgegenkommst. Wie sieht das Verhältnis aus zur Bahn? Ist die Abstimmung RVO und Bahn? Die funktioniert eigentlich recht gut, sofern es der Verkehr halt zulässt. Ja. Momentan haben wir natürlich mit diesen Baustellen alles sehr viele Probleme, dass man die Zeiten einhalten, weil wir dürfen noch nicht über die vorderen Autos drüber fliegen. Mhm. Blaulicht haben wir auch noch keins. Das ist klar. Ja, ein Thema Anschlusssicherung ist sicherlich eins auf der technischen Ebene, wo man sagt, da kann man bestimmt immer optimieren. Aber im Grunde genommen gibt es ja diese Themen auch bei der Bahn, dass die Strecken nicht gut ausgebaut sind. Sie haben es angedeutet, die Zweispurigkeit, die mitunter fehlt und weswegen ein engerer Takt nicht möglich ist. Aber auch, wir hatten vorhin darüber gesprochen, über die Pfaffenwinkelbahn, die dann auch in der Ausbausituation einfach nicht das hergibt, was man von einem Verkehrsmittel erwartet. Es ist einfach, glaube ich, Jahrzehnte
zu wenig passiert. Man hätte es weiterentwickeln müssen. Man kann heute eigentlich eine Strecke betreiben und sagen, ich limitiere da die Höchstgeschwindigkeit auf 60, habe zwischendurch vielleicht auch noch Langsamfahrstellen. Also da muss man der große Wurf her. Es wird jetzt zwar wieder Bahnsteige gebaut, es wird immer so ein bisschen was gemacht, aber ich muss einfach mal jetzt wirklich den Schritt gehen und sagen, was brauchen die Menschen hier in der Region für eine Bahnanbindung? Und dann muss man einfach sehen, Großteil will vielleicht auch Richtung München fahren. Also allein das Umsteigen in Weilheim ist immer so eine abschreckende Sache. Also das könnte man entfallen lassen. Man könnte die Strecke elektrifizieren von München bis Schongau durchfahren und zwar dann flott durchfahren und all diese Dinge. Also da gäbe es ganz viele Ansätze und um auf das tariflich nochmal zurückzukommen, der Wohlgemut hat es gesagt, mit den Tarifen wird oft diskutiert. Es ist vielleicht auch gar nicht die Höhe vom Tarif, sondern einfach muss es sein. Und wir bräuchten ja schon längst einen Verbund. Wir sind hier in Bayern einer der letzten Bundesländer, die noch so einen Flickenteppich haben. Mhm. Fast alle Bundesländer haben Verkehrsverbünde, wo die Leute mit einem Ticket Bus und Bahn gemeinsam nutzen und wo das mal mehr und mal weniger gut und einfach aufgebaut ist. Aber hier, da sind wir einfach hinten dran. Wir sind da viel zu zerklüftet. Mhm. Wie gesagt, wenn die Leute dann, wenn sie umsteigen, nochmal ein neues Ticket lösen müssen, das sind alles Dinge, sie können es auch nicht überschauen, was kostet mich die gesamte Fahrt, weil sie ja bei jedem Verkehrsmittel dann nochmal ein neues Ticket lösen müssen oder in Garmisch. Es ist auch historisch entstanden, da gibt es einen Eibsee-Bus mit einem eigenen Tarif, da gibt es die Gemeindewerke mit einem eigenen Tarif, die Zugspitzbahn fährt. Und die RVO auch noch. Keiner erkennt das Ticket vom anderen an. Und das machen die Leute heute nicht mit. Und auch wenn die Touristen nach Garmisch kommen, die kommen vielleicht aus einem Bundesland mit einem Verkehrsverbund. Schütteln die sagen, ja, was ist denn hier los? So kann man es machen. Aber das sind so viele Widerstände dagegen, das zu modernisieren. Das tut man sich schwer. Aber ich glaube, der Druck, so nehme ich es wahr, der Druck wächst jetzt. Der Druck in Richtung Verkehrswende wächst. Und da wird was passieren müssen. Ja. Aber Stichwort Verkehrsverbund, Frau Meierhofer, es werden ja aktuell, sagen wir mal, in den letzten 2 Jahren stärker diskutiert, nachdem der MVV seine Reform durch hatte, dass es auch wieder um das Thema Erweiterung geht oder die mögliche Erweiterung des MVV. Wie stehen Sie dazu? Das ist sicherlich auch eine Sache, die Sie im Kreis stark behandeln. Oder Herr Sleutermann, Sie sind ja auch im Kreisrat hier in Weilheim-Schongau. Mhm. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge und wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, Gott sei Dank hat der Kreistag tatsächlich dafür gestimmt, dass wir an diesem Gutachten teilnehmen. Das läuft jetzt gerade. Die ganze Region 17, also diese 4 Alpenlandkreise, Weilheim-Schongau, also Miesbach, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen umfasst, machen da mit. Da bin ich sehr froh drum, aber da müssen wir jetzt halt noch warten, wir haben noch kein Ergebnis. Also das Ziel ist tatsächlich, also nicht nur der bessere Anschluss an die Metropole, an München vom Land aus, sondern auch entsprechende Querverbindungen zu schaffen. Da ist ja der RVO hauptsächlich gefragt und vor allem einheitliche Tarife zu schaffen. Ja. Das kriegen wir, ich habe es versucht im Ort, diese 3 Verkehrsträger zusammenzuführen, aber das ist mir leider nicht gelungen. Da braucht es wirklich eine bayernweite Regelung, sonst kriegen wir das nicht hin. Okay. Also in Schongau ist uns das ein Stück weit gelungen. Richtig. Da haben wir mit der RVO oder mit dem RVO eine Tarifanerkennung für Fahrten ins Krankenhaus, für Fahrten in den äußeren Westen und für die sogenannte Frühfahrt, nämlich auf den Zug um 5.30 Uhr fährt der, glaube ich. Da können dann diejenigen, die ein normales Ticket haben für den Stadtbus, die können sozusagen, ohne dass sie einen Aufpreis zahlen müssen, dann den RVO-Bus nutzen und die Stadt übernimmt dann diese Mehrkosten. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass es uns gelungen ist, die Anerkennung des Bayern-Tickets bei uns im Stadtbus einzuführen. Das sind zwar wirklich alles nur ganz, ganz kleine Schritte, das gebe ich zu, aber der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt. Und von daher sind das schon Dinge, die zumindest mal in die richtige Richtung deuten. Aber können Sie das feststellen, dass sozusagen solche Angebote oder solche Verbesserungen dann auch dazu führen, dass die Leute lieber den Bus benutzen oder dass sie das einfacher finden und auch, dass die
Fahrgastzahlen möglicherweise steigen? Gut, also die Fahrgastzahlen sind jetzt in meinen Augen noch nicht gestiegen. Mhm. Aber gerade bei diesem angesprochenen Frühbus, mhm, der beginnt ja 4.56 Uhr in Hohenfurch, fährt über Altenstadt, Schongau West bis zum Bahnhof. Da sind die Leute eigentlich schon ganz glücklich drüber, dass das jetzt ein einheitlicher Tarif ist, mhm, und dass das auch funktioniert. Mhm. Und man muss dazu sagen, vorher ist der Stadtbus, hat diese Frühfahrt um 5.30 Uhr nicht bedient. Das heißt, es ist jetzt wirklich ein zusätzliches Angebot, dass der RVO-Bus jetzt eben durch die Schongauer Wohngebiete fährt, wo er sonst eben nicht unterwegs ist. Normalerweise, mhm, nicht, nein. Mhm. Sie hatten vorhin angedeutet, es gibt sozusagen das Problem der Mittel oder des Budgets für öffentlichen Verkehr. Andererseits sagen Sie, die Verkehrswende wird stattfinden. Ich denke auch, dass da politischer Druck insgesamt von allen Seiten kommen wird, dass da mehr passiert. Wenn denn die Mittel zur Verfügung stehen, was gibt es noch für Probleme in der Umsetzung? Da gibt es Mittel, ist das eine. Es muss natürlich dann auch geplant und verbaut werden können. Also zum einen hängen manche Dinge ja daran, dass die Planungskapazitäten nicht da sind, mhm, oder dass dann auch die Baufirmen nicht da sind, die das machen können. Man muss jetzt quasi das Thema Bahnbau eigentlich erst wieder so richtig hochfahren an manchen Stellen. Und natürlich gibt es aber auch Widerstände gegen jedes Projekt eigentlich. Also sie werden auch damit kämpfen, wenn sie heute Elektrifizierung machen, dass viele sagen, wir wollen da keine elektrische Oberleitung, Elektrosmog. Haben wir alles jetzt schon erlebt im Oberland zum Beispiel, mhm, wo wir der Meinung waren, Leute, seid froh, wenn die Bob elektrifiziert, mhm, wird, aber dann kommen auch da Widerstände. Also es wird halt immer schwieriger, überhaupt noch etwas zu ändern oder was zu erneuern in unserem Land. Das, mhm, ist schon nicht so eine ganz einfache Aufgabe. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt ein doch deutliches Delta zwischen dem, was die Politik auf einer hohen Ebene verlautbaren lässt, was man sagt, wir machen jetzt das europäische Jahr der Schiene, wir erzeugen jetzt den Wow-Effekt, hat der Scheuer gesagt, beim Bahnfahren, wir führen den Deutschlandtakt ein. Und je weiter man runterkommt, umso schwieriger wird es. Dann gibt es zu jedem Thema eine Menge Bedenken, es gibt eine Menge Widerstände, und dann wird es immer schwieriger. Wie gesagt, den Deutschlandtakt gibt es, aber dann bei der konkreten Umsetzung zu sagen, so, jetzt müssen wir auf der Werdenfelsbahn, warum jetzt die Begegnungsabschnitte? Ja, der Schritt wird nicht gegangen. Und da ist auch, sagen wir mal, das Bayerische Staatsministerium für Verkehr aus meiner Sicht eher in der Funktion eines Bremsers unterwegs. Da wird, mhm, viel zu wenig angeschoben. Und ganz deutlich sieht man es dann auch bei Thema Bahnreaktivierung. Wir haben hier von Schongau Richtung Norden hätten wir eine Bahn, die direkt nach Augsburg fährt, die Fuchstalbahn. Und da steht das Bayerische Staatsministerium für Verkehr massiv mit beiden Füßen auf der Bremse und, mhm, schaut, dass da nichts weitergeht. Okay, aber auf der Bundesebene gibt es den Bundesverkehrswegeplan, wo ja auch einige Strecken wohl nicht abgebildet sind. Ist da nicht die Hoffnung, dass vergebens, dass man sagt, mein Gott, wenn es schon da nicht vorgesehen ist, dann kann man eigentlich damit rechnen, so bald passiert da nichts? Oder wie sieht da die Situation aus? Ja, der Bundesverkehrswegeplan ist jetzt so eine Sache, der ist zum einen wohl völlig unterfinanziert für die ganzen Projekte, die drin sind. Und man hat sich ja schon begrenzt nur noch auf Magistralen eigentlich. Mhm. Was jetzt vielleicht mehr Hoffnung macht, ist das neue Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, wo man die Mittel deutlich angehoben hat, wo auch dann für den ländlichen Raum Projekte gefördert werden können. Da könnte zum Beispiel auch die Kosten für eine Reaktivierung der Fuchstalbahn abgefahren werden. Da gibt es noch wieder andere Widerstände, zum Beispiel der Bund verlangt dann eine standardisierte Bewertung, um den volkswirtschaftlichen Nutzen festzustellen. Und es sind sich mittlerweile alle Fachleute einig, die standardisierte Bewertung eignet sich nicht für Schienenverkehrsprojekte. Mhm. Da werden Straßenprojekte immer super gut bewertet, mhm, die kommen immer mit einem Wert deutlich über 1 raus und bei der Schiene kämpft man da immer, gerade auf dem ländlichen Raum, weil die Vorteile der Schiene, zum Beispiel auch in Bezug auf Klimaschutz und so weiter, die
bekommen die ja dann nicht bewertet. Und deswegen ist dann die Gefahr, und da kämpfen auch viele Projekte im Augenblick in Bayern damit, sie kriegen vom Freistaat Bayern keinen Zuschuss, sie müssen beim Bund GVFG-Mittel beantragen, müssen diese Bewertung machen, die sie dann möglicherweise nicht schaffen, und dann bleiben diese Projekte auch wieder in der Schublade liegen. Ja. Und so kann man es für ganz viele Projekte schauen, wenn es dann konkret wird. Gibt es ganz viele tausend Gründe, warum es nicht geht. Ja. Und es ist keiner da, der sagt, so, jetzt nehmen wir das mal miteinander in die Hand, jetzt suchen wir mal Wege und Mittel, wie wir das miteinander hinbekommen, sondern manche Politiker sind fast froh, wenn sie was entdecken, warum es nicht geht. Das ist so meine Erfahrung aus 30 Jahren Probahn. Ja, ja. Also Sie haben jetzt insbesondere auch die bayerische Staatsregierung adressiert als Bremsklotz sozusagen. Herr Sleutermann, aus Ihrer Erfahrung im Bundesverkehrsministerium, wie sehen Sie das? Ist das eher, da ist einer, der versucht und es scheitert dann an Landesbehörden, oder wie sieht es da aus? Also das muss ich vorweg sagen, ich war jetzt für die Eisenbahn leider Gottes nie zuständig. Ich habe andere wichtige Projekte, ich war tatsächlich in der Abteilung Straßenbau tätig die letzten Jahre. Und da hat es gut geklappt. Und da hat es tatsächlich für die Dinge, für die ich zuständig war, also ich war zuständig für das Parken von LKWs entlang der Bundesautobahn und habe Sanifair unter anderem mit initiiert und mit begleitet, also diese sogenannte PIPI-Gebühr. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass die Dinge, die sozusagen der Bund vorgegeben hat, das ist im Straßenbau auch so, da müssen dann die sogenannten Auftragsverwaltungen, also die Landesbauverwaltungen, müssen dann die Dinge entsprechend umsetzen. Das muss ich sagen, für den Bereich, für den ich zuständig war, hat das immer gut funktioniert. Aber ansonsten, das, was der Herr Moy gerade geschildert hat, das kann ich aus eigener Wahrnehmung so aber aus Sicht des Bürgermeisters aber 1:1 bestätigen. Also Frau Meierhofer, dann ist es doch praktisch auch der politische Wille, der fehlt, kann man das sagen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, Bund und Land geben sich da die Hand. Es ist kein Geheimnis, dass die beiden Ministerien jeweils CSU besetzt sind. Ja, da geht einfach nichts weiter. Also anders kann ich das nicht bewerten. Ja. Anders kann man keinen Fortschritt erkennen. Genau. Und Herr Moy, Sie hatten in einem Gespräch, was ich begleitet habe neulich, auch von der fehlenden Agilität gesprochen in den Behörden. Sie sagen also, oder was heißt fehlende? Es gibt eine gute Agilität offensichtlich in Straßenbaubehörden. Wir haben ja hier in Weilheim die sozusagen sehr forsch und agil eben auch die B2, den B2-Ausbau sowohl in Weilheim beispielsweise als auch da in Garmisch vorantreibt. Und eine mangelnde Agilität in den Behörden, die sozusagen den Bahnausbau begleiten. Ja, das ist natürlich auch ein strukturelles Problem, weil man hat natürlich die Infrastruktur der Eisenbahn zur DB Netz AG gegeben. Und das ist eben eine Aktiengesellschaft, die gewinnorientiert arbeiten muss. Und das ist, glaube ich, ein Webfehler der Bahnreform, dass man auch die Infrastruktur nicht in die öffentliche Verantwortung genommen hat, sondern gesagt hat, ja, das geben wir jetzt an eine Aktiengesellschaft, die arbeitet privatwirtschaftlich, das ist alles viel besser, aber das stimmt halt einfach nicht. Der Straßenbau wird wirklich als Staatsbehörde betrieben, das wird einfach umgesetzt. Und bei der DB sagt man, ihr müsst damit aber dann richtig gut Geld verdienen und dürft keine Verluste machen. Und für sowas wie eine Infrastrukturplanung, die ja langfristig geht, die ja nicht nur auf 20 oder 30 Jahre geht, so eine Strecke bleibt ja länger liegen oder auch ein Bahnsteig, das sind ja 50 Jahre und mehr. Und da muss man in die Zukunft denken und nicht aufs nächste Quartal. Da funktioniert das nicht. Und das lähmt schon mal das Ganze. Und dann ist natürlich aber auch so, auch die Ministerien, die da zuständig sind, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Wir sind halt auch doch ein Stück weit eigentlich ein Autoland. Und ich glaube, das wirkt sich da aus. Man traut sich auch nicht zu sagen, wir bauen jetzt da die Schiene aus, wir machen da auch einen guten ÖPNV und vermindern auf der anderen Seite auch mal wo Parkplätze. Da ist ja gleich ein Riesenaufstand da.
Man muss es aber eigentlich muss man es so machen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ans Leusachtal oder das Werdenfels denke, das ja eine hochbelastete Landschaft ist, ich muss eigentlich da die Autos rausnehmen. Ich muss das eigentlich, deswegen ist dieses Nadelöhr eigentlich so wertvoll, was am Ende der Autobahn ist, weil viele sagen, da stehe ich vielleicht im Stau. Das ist ja abschreckend für Autofahrer und vielleicht eine Motivation, da in den Zug zu steigen. Und eigentlich muss ich so machen, so Städte wie Wien, die werden ja immer für das 365-Euro-Ticket so gelobt. Aber das ist ja nicht nur allein das günstige Ticket, sondern man hat gleichzeitig den ÖPNV in Wien massiv ausgebaut und den Parkraum massiv bewirtschaftet. Also Parken in Wien ist halt auch sehr, sehr teuer. Aber man hat einen sehr guten ÖPNV und man hat ein günstiges Ticket. Und das ist eigentlich dann das Geheimrezept, wo ich Verkehrswende schaffen kann. Aber ich muss mal auch an die heilige Kuh Auto ran. Ich muss den Leuten sagen, in bestimmten Regionen, ihr könnt überall hinfahren, aber in bestimmten Regionen kostet es euch einfach auch Geld, wenn ihr da eure 12 Quadratmeter Blech hinstellen wollt. Und das muss man den Leuten mal klar machen. Und ich glaube, da schrecken halt viele Politiker davor zurück. Ja. Sie haben zwei Sachen angedeutet, da würde ich gerne Frau Meierhofer noch mit einbeziehen, aber der Reihe nach. Das eine, Sie erwähnten die Bahnprivatisierung. Ist das ein Fehler gewesen, die Bahnprivatisierung voranzutreiben, die Sie als SPD, als Bundestagskandidatin, als Bundestagsabgeordnete, wenn Sie denn gewählt werden, zurücknehmen würden? Oder wie stehen Sie zu dem Thema Privatisierung? Also das Netz mit in die Aktiengesellschaft aufzunehmen, war auf jeden Fall ein Fehler. Ich denke, da muss man versuchen, das wieder rauszunehmen. Ja. Herr Moy hat es gerade erklärt, die Straßen sind auch öffentlich. Ja. Also Netz und Betrieb trennen. Netz und Betrieb trennen. Beim Betrieb weiß ich jetzt nicht genau, könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Aber beim Netz auf gar keinen Fall. Also das hat sich ja in den letzten Jahren herausgestellt. Also das heißt im Prinzip die Infrastruktur als Daseinsvorsorge zu begreifen und die dort auch zu belassen. Ja. Und bei dem Betrieb wären Sie aber offen, dass man sagt, okay, da kann auch mehr Wettbewerb passieren beispielsweise. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, funktioniert ja auch heute schon häufig, dass man beim Betrieb auch konkurrierende Unternehmen hat und das läuft ja auch ganz gut, auch hier in der Schongau Region. Schongau ist das beste Beispiel. Ja. Also jetzt nichts gegen die DB, aber die Züge, die jetzt von der BRB eingesetzt werden, die sind also deutlich komfortabler, ansprechender und nach meiner Einschätzung auch pünktlicher. Aber das will ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Auch im Nahverkehr ein Aufgabenträger, der sich verantwortlich fühlt, weil ja nicht alles eigenwirtschaftlich fahrbar ist. Und das ist eigentlich ganz gut gelöst mit der Regionalisierung. Der Freistaat Bayern bestellt die Züge, plant es und vergibt es aber dann an Bahnunternehmen im Wettbewerb. Mit einer ganz klaren Aufgabenträgerschaft. So kann das schon funktionieren. Vielleicht werden wir in der Zukunft auch eine Aufgabenträgerschaft für den Fernverkehr brauchen, wenn wir Deutschlandtakt umsetzen. Okay. Und die andere Frage, Frau Meierhofer, war, wie eigentlich das Konzept aussieht für den Verkehr konkret in Garmisch eigentlich. Also Sie treten ja ein, sozusagen ja mehr oder weniger gegen den Ausbau bestimmter Projekte, Straßenausbauprojekte im Leusachtal. Aber Sie müssen ja auch den Menschen sagen, in Garmisch und Partenkirchen, wie denn das Verkehrskonzept aussehen soll stattdessen. Also wie würden Sie ganz konkret, klar, Förderung des öffentlichen Verkehrs, aber wie würde es denn aussehen dort? Also in meiner Zeit als Bürgermeisterin haben wir ein Fahrradverkehrskonzept erarbeitet. Das ist dann zwar durch den Gemeinderat gegangen, aber als es dann um die Umsetzung der ersten Projekte ging, ist es einfach an den konservativen Parteien gescheitert. Ich hatte ja keine eigene Mehrheit, war sogar weit entfernt davon. Das ist dann einfach Kommunalpolitik. So schaut die in der Realität manchmal aus. Und was bei uns jetzt schon ganz gut läuft, denke ich, ist zum Beispiel so ein kombiniertes, wir nennen das Bahn- und Bergticket. Also da hat die DB, die Deutsche Bahn, mit der BZB, mit der Bayerischen Zugspitzbahn zusammen
ein Konzept entwickelt. Ursprünglich hat man damit nur im Winter angefangen für die Skifahrer, die eben ein kombiniertes Ticket kaufen konnten für die Bahn ab München. Also genau gesagt, nur ab dem Hauptbahnhof. Das war ist ein bisschen ein Nachteil nach wie vor, dass die S-Bahn nicht dabei ist, bis auf die Zugspitze beispielsweise oder bis ins Klassikgebiet. Und da ist der Preis durchaus attraktiv. Inzwischen gilt das für alle Verbindungen im Winter, und im Sommer wird die Bahn oft auch einfach in Form der verschiedenen Tickets, je nachdem, ob man allein fährt oder in der Gruppe, Werdenfels-Ticket, Bayern-Ticket, mit und ohne Bergbahn tatsächlich inzwischen auch ganz gut genutzt. Mhm. Also das sind Angebote, die man auf jeden Fall ausbauen muss. Aber wie gesagt, diese 1,5 Stunden von München nach Garmisch-Partenkirchen und der Anschluss in München fehlt noch für diejenigen, die jetzt nicht ohnehin schon ein Wochen- oder Monatsticket haben. Da muss man noch nacharbeiten. Und womit ich mich übrigens als Bürgermeisterin auch nicht durchsetzen konnte, war mit höheren Parkgebühren und weniger Parkplätzen. Also es braucht einfach beides, fördern und fordern. Anders wird es nicht gehen. Gut, aber nochmal, Garmisch-Partenkirchen ist Tourismusregion, ja. Wird sozusagen erstürmt von den Reisenden und Gästen im Sommer, im Winter. Die dort in den Hotels absteigen, und um da ihre schöne Zeit zu verbringen. Ist es wirklich so, dass man sagen kann, die Leute finden, dass mit dem Auto dorthin zu fahren ist einfach schneller, bequemer, und verzichten deswegen auf die Bahn, oder muss man nicht ein ganz anderes Konzept machen, das komplett ausschließlich auf öffentlichen Verkehr setzt und praktisch das Auto dann außerhalb der Stadtgrenze schon mal komplett draußen hält, beispielsweise. Wie es ja auch in anderen Alpenregionen teilweise funktioniert, wo man dann sagt, also da gibt es den Binnenverkehr, aber alles, was da reinkommen will, das muss komplett gesperrt werden. Also die Fußgängerbereiche, die können auf jeden Fall ausgebaut werden in Garmisch-Partenkirchen, aber da ist jetzt, sage ich mal, die Denke im Ort noch nicht so weit, dass das die Bürgerinnen und Bürger selbst akzeptieren würden. Ansonsten über den Kurbeitrag, also den die Übernachtungsgäste bezahlen. Wir haben ja zuletzt vor Corona 1,7 Millionen Übernachtungen gehabt. Ja, das ist ja ganz schön viel. Also wir sind da ziemlich weit oben in Oberbayern. Die Gäste dürfen kostenlos den Bus nutzen, und die nehmen das auch in Anspruch, das wissen wir, weil das wird ja fahrtweise abgerechnet mit der Gemeinde bzw. inzwischen mit der Tourismus GmbH. Das heißt, die Bereitschaft besteht durchaus, aber es muss halt funktionieren. Es braucht ein einheitliches Ticket, die Verbindungen müssen klappen. Sie dürfen nicht zu selten sein. Der Takt ist ganz wichtig. Den habe ich übrigens eingeführt gegen erheblichen Widerstand in Garmisch-Partenkirchen, jetzt beim Ortsbus. Und es hilft auch. Was jetzt wir aber unbedingt noch besser in den Griff kriegen müssen, das sind die Tagesgäste. Das waren vor Corona 4 Millionen im Jahr. Und von denen fahren einfach immer noch viel zu wenige mit der Bahn an. Wie gesagt, das eine Modell habe ich beschrieben, das erfreut sich zunehmender Beliebtheit, ist aber auf jeden Fall noch ausbaufähig. Und jetzt letzten Sommer sind wir wirklich teilweise überschwemmt worden von Tagesgästen, die auch zum großen Teil mit dem Auto angereist sind, weil sie diese Corona-Furcht im Zug hatten, also in der Zeit, in der man überhaupt reisen konnte, in diesem kleinen Fenster im Sommer vor der dritten Welle. Also die Tagesgäste vor allem, da müssen wir unbedingt mit der Bahn ran und eben mit entsprechenden Geh- und Fährbooten jetzt für den Pkw-Verkehr, teure Parkplätze, weniger Parkplätze, sowas. Ja. Wenn Sie gewählt werden und gegebenenfalls in der nächsten Regierung Bundesverkehrsministerin werden. Da komme ich wieder zurück ins Verkehrsministerium. Haushalte, Budgets sind nicht unbegrenzt. Nehmen wir mal an, Sie kriegen also 1 Euro für den Ausbau des ÖPNV. Wofür würden Sie diesen Euro ausgeben? Für zum Beispiel die Reduzierung der Ticketpreise oder für den Ausbau? Wo würden Sie die Prioritäten legen?
Ich würde zunächst mal beim Ausbau anfangen. Mhm. Also ich benutze ja auch häufig die Bahnstrecke von Garmisch-Partenkirchen nach Murnau und jeder, der regelmäßig auf der Strecke fährt, kennt Hugelfing, weil da steht man dann ganz oft und muss auf den Gegenverkehr warten. Und das ist dann der Grund dafür, warum die Bahn nicht pünktlich ist. Also wenn wir irgendwo anfangen müssen, dann eben auf der Strecke und zwar beim Ausbau der Begegnungsstellen. Mhm. Wenn Sie sich was wünschen könnten als Busfahrer oder Vertreter eines Busunternehmens, wo würden Sie die Verbesserungen haben wollen? Da gibt es eigentlich viele Ansatzpunkte. Aber was ganz interessant oder ganz schön wäre, in diesen ganzen Tickets, die es inzwischen gibt für Touristikgäste, dass man die etwas vereinheitlicht. Wir haben inzwischen Listen. Da blickt keiner durch. Man kann sie nicht mehr im Kopf haben. Ja, ja. Es sind mehr wie 4 DIN A4 Seiten. Da gibt es ein Ticket, da gibt es ein Ticket, da gibt es ein Ticket. Ich habe immer so einen Ordner dabei, die Busfahrer, die können dann da so, was ist das für ein Ticket? Ja. Also manchmal haben wir schon bald das Gefühl, in der Früh, wir schleppen ein halbes Büro mit. Ja. Ne? Und da wäre es halt mal ganz sinnvoll, wenn man diese Tickets vereinfacht und auch mal wirklich alle auf den neuesten Stand bringt, die dann auch gelesen werden können. Ne? Und dann kommt natürlich auch dazu, was mal so doch öfters mal auffällt, mit diesen Tickets, die sind im Hotel nicht registriert. Das heißt, mein Leser kann sie nicht lesen, weil man es übersehen hat, vergessen hat, keine Ahnung, was der Grund dafür ist. Und da wird es dann schwierig, dann musst du immer von Hand das Ganze wieder erfassen. Und bei unseren Fahrplänen, wenn ich die Zeiten anschaue, da brauche ich für die Erfassung mal eben 20 Sekunden für die eine, steigen aber 10 ein. Dann wissen wir, wie lange das dauert. So. Und dann werde ich bei der nächsten Haltestelle geschimpft, warum ich zu spät komme. Nur diese Zeiten sind einfach nicht zu halten. Also man kann arbeiten, wie man will, man kann Gas geben, wie man will. Es geht nicht, weil diese Zeiten nirgends erfasst sind, die man dazu braucht. Ne? Ja. Und da wäre eigentlich ein schöner Punkt, mal anzusetzen, das zu vereinheitlichen. So wie es eben der Herr Slötermann schon vorher gesagt hat, mit diesem Stadttarif in Schongau, auch mit dem Ammerlech-Ticket und so weiter. Das sind Dinge, die uns das Leben vereinfachen. Ja. Frau Meierhofer, wenn man nochmal auf unsere Region geht, unseren Wahlkreis, dann ist er doch, jetzt gehe ich mal ein bisschen weit weg von der Mobilität und vom Verkehr, hin zur Struktur sehr heterogen. Wir haben Weilheim-Schongau, wo eine Wirtschaftsstruktur herrscht, die ja sehr heterogen ist, Automobilzulieferer bis hin zu Biotechnologie und Garmisch-Partenkirchen, was fast ausschließlich am Tourismus hängt wirtschaftlich. Sie haben mal ganz treffend analysiert und gesagt, dass Tourismus ja eine relativ geringe Wirtschaftskraft hat und sich deswegen ja auch durch die Einnahmen oder die fehlenden Einnahmen, die sich daraus ergeben, für die Gemeinde und für den Kreis relativ wenig Spielräume bieten, beispielsweise für den Ausbau der Infrastruktur. Sie haben in Ihrer aktiven Zeit als Bürgermeisterin ja auch versucht, den Strukturwandel in Garmisch voranzutreiben. Was muss da noch passieren? Was würden Sie denn auch, sagen wir mal, als Bundestagskandidaten versuchen, für die Region zu tun, um einen Strukturwandel hinzubekommen? Wenn ich das noch ergänzen darf, die Wirtschaftskraft ist schon da im Tourismus, aber sie landet nicht bei den Kommunen, weil eben kaum Gewerbesteuer bezahlt wird. Mhm. Also ich denke, das kann man jetzt in den touristischen Gebieten auch nicht wirklich verändern, weil bei uns der Grund viel zu teuer ist. Also wenn Sie davon ausgehen, wir haben mittlerweile Bodenrichtwerte von 1.500 Euro pro Quadratmeter jetzt in den Wohnbereichen und bei Gewerbe können Sie davon ausgehen oder Tourismus die Hälfte. Das ist einfach viel zu hoch, da wird sich niemand ansiedeln. Das heißt, das Ziel wäre eigentlich, dass die Gewerbesteuerverteilung einfach eine andere werden muss. Sonst werden die Kommunen immer benachteiligt sein, die eben auf diese Ressource nicht zurückgreifen können. Also da braucht es irgendeinen Ausgleich.
Das, was bisher als Ausgleich von der Staatsregierung kommt, das ist einfach zu wenig. Damit können wir nicht diesen Strukturwandel schaffen, den wir jetzt tatsächlich bräuchten. Es geht ja nicht nur um den Verkehr, wir brauchen ja einen generellen Strukturwandel auf allen Ebenen. Denken Sie an die Digitalisierung, an die Ernährung. Es gibt einfach viele Fragen, die wir jetzt in nächster Zeit wirklich dringend beantworten müssen. Und da muss die finanzielle Ausstattung für die Kommunen, denke ich, irgendwie nochmal anders geregelt werden. Also Sie haben es angedeutet, es gibt ja so eine sehr enge Wechselbeziehung zwischen Mobilität und Mobilitätsbedürfnissen auf der einen Seite, Wohnen und Arbeiten auf der anderen Seite. Mhm. Also wir haben ja halt die Situation mit München als Zentrum, das natürlich viele Pendler und so weiter anzieht. Mhm. Und hier ist die Frage, wie man sich da grundsätzlich aufstellt. Würden Sie dafür plädieren, dass man in unserer Region viel mehr versucht anzusiedeln, dass hier sozusagen die Arbeit entsteht und dass das Pendeln in die Metropole unterbleibt? Oder wie würden Sie das sehen grundsätzlich? Das hängt natürlich ganz stark von der Struktur der jeweiligen Unternehmen ab, die angesiedelt werden sollen. Also in dem Tourismusbereich kann man keine Produktion gebrauchen, die stinkt und lärmt. Das passt einfach nicht zusammen, das geht nicht. Also auf der anderen Seite ist ein Tourismusbereich dafür zuständig, dass quasi die Arbeitskraft wieder regeneriert wird, der Städter oder eben derjenigen, die in der Produktion arbeiten. Also von daher braucht es tatsächlich diesen Ausgleich. Was die Pendler betrifft, glaube ich, bis zu einer Stunde ist man so ungefähr bereit, einen Pendelweg in Kauf zu nehmen. Das wäre jetzt einfach ideal, wenn eben, wir kommen wieder auf dieses Thema, die Bahnstrecke entsprechend ausgebaut würde, dass München-Garmisch innerhalb dieser einen Stunde erreicht werden kann. Mhm. Es gibt ja morgens und nachmittags, werktags drei schnellere Züge, die brauchen aber auch noch 1.12. Und da gibt es hinterher das City-Ticket nicht in München, auch schlecht für die Pendler, weil die wenigsten arbeiten ja dann wirklich direkt am Bahnhof. Also Garmisch-Partenkirchen lebt mehr von der Einkommensteuer als von der Gewerbesteuer. Und deswegen wäre das tatsächlich interessant für Pendler. Natürlich muss man dann auch wiederum entsprechenden Wohnraum schaffen. Und da sehe ich die öffentliche Hand unbedingt gefördert. Ansonsten werden wir das nicht hinbekommen, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern akzeptable Mieten anbieten können. Also öffentliche Hand auf allen Ebenen, Bund, Land und Kommune. Mhm. Und da braucht es mehr Instrumentarien, auch in Bezug auf das Vorkaufsrecht. Ja, also Sie haben ja Sie sind ja SPD-Mitglied. Die SPD war in den letzten 8 Jahren jedenfalls in der Bundesregierung vertreten. Es gab Gesetze in Richtung Wohnraumoffensiven und so weiter. Was ist da schiefgelaufen, dass das trotzdem nicht geklappt hat? Naja, das ist der Preis des Kompromisses, wie so oft auf verschiedenen Ebenen. Ich bin jetzt grundsätzlich schon ein Fan von Kompromissen, gar keine Frage. Das macht unsere Demokratie auch aus und das ist, denke ich, auch die Stärke der Demokratie. Aber gerade solche wichtigen Vorhaben sind ja jetzt allesamt an der CSU oder an der CDU gescheitert. Jüngstes Ergebnis, die CO2-Steuer für Wohnraumheizungen, Heizöl oder Erdgas, das ist ja ursprünglich, dafür hat ja die SPD wirklich monatelang gekämpft, dass diese CO2-Steuer, die ja im Moment bei 25 Euro pro Tonne liegt und bis 2025 auf 55 Euro ansteigen soll, 50-50 auf Vermieter und Mieter aufgeteilt wird, damit es für den Vermieter überhaupt einen Anreiz gibt, an der Heizung oder an der Isolierung irgendwas zu ändern. Und das ist gescheitert. Da muss ich mal ganz kurz eingreifen. Ist es nicht so, dass bei dieser Regelung das etwas kontraintuitiv war, zu sagen, dass nicht derjenige vollständig, der sozusagen der Verursacher der Emissionen ist, auch komplett dafür aufkommen muss, was die Kosten, die CO2-Kosten anbelangt? Wie kann man das dem Vermieter aufdrücken, der ja sozusagen an dem Verbrauch des Mieters ja nichts machen kann? Und der Mieter kann wiederum an der Heizanlage nichts machen. Also deswegen finde ich diese 50-50-Regelung sehr gerecht.
weil den Mieter ein bisschen was trifft. Also der hat die Möglichkeit zu sparen oder eben aus dem Fenster rauszuheizen. Und der Vermieter hat eben hoffentlich die Motivation, an seiner Heizanlage oder am Zustand der Isolierung seiner Wohnungen etwas zu ändern. Weil ich fürchte, dass die jetzige Regelung, wenn die Mieter allein diese Kosten tragen, einfach ins Leere läuft, weil sich an der Struktur nichts verändert, weil der Vermieter kein Interesse dran hat. Na gut, es werden natürlich anderswo Wohnungen entstehen, die besser gedämmt sind und sich selber versorgen und eben weniger Emissionen ausgeben. Die werden sozusagen im Verhältnis ja auch günstiger. Insofern findet da ja auch ein Prozess statt, des Austausches auch, was die Mieterstrukturen anbelangt. Also da kann man auch sagen, das wird trotzdem passieren natürlich. Ja gut, aber das wird sich dann im einstelligen Prozentbereich bewegen oder noch weniger im Komma-Prozentbereich. Das dauert ja Jahrzehnte, bis sowas dann allmählich auf den Weg gebracht ist. Also wenn wir jetzt wirklich bis 2045 klimaneutral werden wollen, dann können wir nicht nur auf die Neubauten setzen. Das wird nicht reichen. Okay. Noch ein Punkt, der für unsere Region auch wichtig ist, ist das Thema Fachkräfte. Mhm. Wir merken das ja jetzt schon auch, glaube ich, jetzt, wo es nach der Corona-Krise wieder losgeht. Mhm. Die Gastronomie öffnet wieder, die Hotellerie öffnet, ganz wichtig in Garmisch-Partenkirchen als touristisches Zentrum. Fehlen die Fachkräfte, oder? Mhm. Also im Tourismus ist, denke ich, inzwischen ganz entscheidend, dass die entsprechenden Betriebe Wohnmöglichkeiten anbieten. Ansonsten haben die keine Chance, Fachkräfte zu bekommen, weil auf dem normalen Mietmarkt, das sind ja doch alles Niedriglohnbereiche, diese Fachkräfte keine Chance. Also da braucht es eine Lösung. Also auch da das Thema SPD unter SPD-Beteiligung in der Regierung ist ja das Fachkräfteeinwanderungsgesetz entstanden. Warum hat das nicht gegriffen, dass da so viel daraus gewonnen werden konnte? Schwierig, weil offenbar sind die Bedingungen noch nicht gut genug im Vergleich zu anderen Ländern, die ja solche Regelungen schon lang haben, dass es für die Fachkräfte interessant wäre, hierher zu kommen. Auch da habe ich jetzt mitbekommen, scheitert es häufig an dem Problem der Wohnungen, die eben nicht zur Verfügung stehen. Ja, klar. Also ich denke, das ist auch eines der vordringlichsten Probleme hier in der Region, dass Wohnraum einfach sehr, sehr teuer wird und geworden ist. Ich möchte tatsächlich schon die letzte Runde einläuten und Sie nur abschließend auch fragen, wenn Sie denn gewählt werden in den Bundestag, was ist Ihre Agenda und was steht ganz oben auf der Liste Ihrer Agenda? Was werden Sie als erstes machen? Als erstes, ja, Sie sind gut, das werde ich nicht allein entscheiden können, was ich als erstes mache. Ich kann Ihnen sagen, was meine Schwerpunktthemen sind. Das ist natürlich Gesundheit, das ist klar, das ist der Bereich, aus dem ich komme. Ich halte die Bürgerversicherung für wichtig. Dann ist es das Thema Mobilität, da haben wir uns jetzt ja gerade ausgiebig drüber unterhalten, vor allem unter den Vorzeichen des Klimaschutzes. Und das Dritte sind Familienangelegenheiten, also jetzt gerade nach Corona brauchen wir unbedingt wieder einen Fokus auf die Kinder und Jugendlichen. Wir wissen noch gar nicht, was da alles auf uns zukommt an psychosozialen Problemen. Ich denke, das wird schon noch einiges werden. Und gerade Kinderrechte sind für mich auch ein sehr zentrales Thema. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir die Runde. Es hat mich sehr gefreut. Das war eine spannende Diskussion, dass Sie hier waren und sehr viele gute Impulse gegeben haben. Ich möchte mich bedanken in die Runde bei allen Beteiligten. Ich möchte auch natürlich dem Brauhaus Schongau danken, der das Studio hier bereitgestellt hat und die Getränke natürlich. Hallo. Insofern ein Prost. Ein wunderbares Bier. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl und vielen Dank. Wohl.